Ja, hoffen wir es, ne? So, herzlich willkommen zum Lost Place live aus dem Ruhrgebiet. Heute nach langer Krankheit kann ich mal wieder einen Tag Lost Place machen, weil es mir heute halbwegs gut geht. Ich habe dieses Lost Place jetzt hier zufällig entdeckt. Und ja, wir starten in der obersten Etage. Ich kann euch schon mal so viel zu diesem Gebäude verraten. Es ist vor etlichen Jahren gebaut worden. Dann wurde der Bau stillgelegt. Ob hier jemals jemand eingezogen ist, wage ich zu bezweifeln, weil es an vielen Ecken hier immer noch aussieht, wie als wenn es ein Rohbau ist. Wir fangen hier oben an. Leider ist der Empfang, obwohl das mitten in der Stadt ist, etwas, ja, wie soll ich sagen, scheiße, ne? Das ist, glaube ich, der beste Ausdruck. Hier oben geht's. Wenn der Empfang mal ein bisschen schlechter wird, bleibt einfach dran. Ich versuche mein Bestes. Wenn ihr Fragen habt, ihr kennt das, stellt die gerne in den Kommentaren. Die Orte werden nicht bekannt gegeben. So. Haben sie auch schon ordentlich randaliert hier, die Scheiben eingeschlagen. Das kennt man ja schon. Das ist im Ruhrgebiet. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Ja, ich war jetzt leider fast 5 Wochen nicht auf Lost Place unterwegs, da ich erst an Corona erkrankt bin und anschließend dann auch noch Probleme mit den Ohren bekommen habe, die ich leider immer noch habe. Und, aber heute ist ein Tag, wo es halbwegs geht. Und dieses Gebäude habe ich jetzt ganz zufällig entdeckt. Ich meine, ich kenne das Gebäude, aber dass es jetzt zugänglich ist, wusste ich nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, dann gehen wir jetzt gleich mal da rein und dann zeige ich euch jetzt erstmal hier noch alles. So, hier geht's runter. Das Problem ist, unten ist der Empfang ein bisschen schlecht. Naja, wir haben halt viele verlassene Orte im Ruhrgebiet, ne? Und das hier ist jetzt halt mal einer davon. Also, ich möchte euch bitten, wenn einer von euch diesen Ort zufällig erkennt, bitte nicht in die Kommentare schreiben, ihr kennt das. Denn ich möchte niemanden von euch sperren. Ihr seht ja hier, haben die Krawallbrüder randaliert, ne? Alles kurz und klein geschlagen. Keine einzige Scheibe hier in dem Gebäudeteil, doch die. Da hinten ist noch heile, ansonsten alles zerstört. So, jetzt kann ich nur hoffen, dass mich keiner sieht, weil hier sind auch Wohnhäuser in der Nähe. Aber ihr kennt das ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Wie gesagt, falls es mal ein bisschen schlechter werden sollte mit dem Empfang, bleibt einfach dran. Ich habe das nämlich leider gerade gemerkt, dass auf der zweiten Etage der Empfang ein bisschen schlecht ist. So, hier wieder ein Graffiti. Hier riecht es auch noch nach Farbe. Das heißt, sehr alt ist das nicht. Ich bin echt immer so am Überlegen, ob du hier überhaupt laufen kannst, ohne dass du hier irgendwo einbrichst, ne? Also ich vermute mal, dieser Rohbau hier wurde nie vollständig fertiggestellt. So sieht es zumindest aus. Ich kann mal gucken. Das geht nicht auf. Hier sind wieder hunderte Glasscherben. Ach so, hier ist der Balkon.
Das sieht ja mal richtig hier. Schaut mal. So eine Terrasse, ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Also hier oben ist der Empfang gut. Ich hoffe, ihr könnt alles gut erkennen. Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet. So. Hier liegen überall diese Styroporplatten rum. Ich denke mal, die wurden eigentlich damals mal gebraucht, um die hier an die Decke zu bringen und an die Wände. Also ich glaube nicht, dass hier in diesem Bau jemals jemand gewohnt hat. Das Gebäude steht aber tatsächlich schon etliche Jahre. So. Können wir mal gucken. Oh Mann, die Treppe hier, ne? Da habe ich echt Angst, ne? Das sieht alles nicht mehr so richtig stabil aus. Hoffentlich bleibt der Empfang jetzt auch stabil. Ja, das ist ja auch mal lustig. Schaut mal her. Hier ist schon ein bisschen Natur drin. Natur pur. Da auch. Da holt sich die Natur schon wieder so ein bisschen was zurück, ne? Aber ich glaube, der Bau hier, der wurde auch nie so richtig fertiggestellt. Wollte ich gerade sagen, das würde nie... Ja, also dieses Gebäude steht aber wirklich schon viele Jahre. Und soweit ich das jetzt sehen konnte, ist es eben so, dass das Gebäude tatsächlich nie richtig fertiggestellt wurde. Und jetzt hat man auch erzählt, es soll angeblich abgerissen werden. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Jetzt wird viel erzählt. Und ich muss mal eben gucken, ob ich hier durchkomme. Was war das denn hier? Ach du Scheiße, hier hat mal einer geschlafen, wa? Also ich habe leider meine Taschenlampe nicht dabei, weil das ist jetzt echt zufällig entdeckt, zufällig gesehen, dass es zugänglich ist und rein ins Vergnügen. So. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sieht aber auch alles nicht so aus, als wenn man da laufen könnte, ne? Guck mal hier, da haben sie die Wände komplett weggetreten, ne? Wahnsinn. Ja, ich weiß auch nicht, warum man so ein Gebäude baut und es dann so verkommen lässt, ne? Dann sind sie alle am Rumjammern, dass die Wohnungen knapp sind. Ne? Ach, Mann, wie komme ich eigentlich jetzt in dieses andere Gebäudeteil? Muss ich da nochmal über den Balkon latschen oder was? Waren wir hier schon? Die Randale-Brüder, wenn die kommen, dann machen sie erstmal die Fenster kaputt. Warum das so ist, weiß ich leider auch nicht. Ja, und wie gesagt, wie das mit Lost Place jetzt in der nächsten Zeit weitergeht mit mir, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich bin zwar heute relativ fit, aber seit ich Corona hatte, habe ich immer irgendwas Neues. Das ist wirklich erstaunlich, dass das nicht einmal richtig aufhört. Aber vielleicht habe ich Glück und es wird langsam. Dann kann ich nämlich am Wochenende gleich mit dem nächsten Lost Place weitermachen. Aber das kann ich leider eben einfach nicht versprechen, ne? Weil ich nicht weiß, wie es mir morgen geht. Dann gehen wir mal wieder hoch, damit wir mal auf die andere Seite von dem Gebäude kommen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Wer den Ort erkennt, bitte nicht verraten, wo er sich befindet. Grüße aus der Nähe von Köln. Ja, danke schön. Zurück nach Köln. Ja, es ist halt leider, seit ich diese Corona-Erkrankung hatte und die liegt mittlerweile 2,5 Wochen zurück, hatte ich Probleme mit meinen Ohren. Ich konnte fast nichts mehr hören. Der Druck war sehr stark. Heute geht's. Seit gestern Mittag ist es etwas verbessert. Ich hoffe wirklich, es bleibt so.
weil ich möchte das ja auch wieder hier machen. Ja, das ist auch gefährlich. Die Treppe sieht eben auch nicht mehr so richtig stabil aus, ne? Aber drückt mir alle mal schön die Daumen, dass das jetzt aufwärts geht mit mir und die Krankheiten mich jetzt mal zufrieden lassen. Die haben mich 5 Wochen lang geärgert und das habt ihr ja gemerkt. Kein Lost Place. Scheiße ist das alles. Aber wir wollen nicht weiter jammern. Wir wollen den heutigen Tag versuchen. Wie komme ich denn jetzt auf dieses Gebäudeteil? Schaut mal. Da muss es doch einen Zugang geben. Ich verstehe das einfach nicht. Oder muss ich jetzt doch übers Dach laufen? Das sieht so instabil aus. Ich bin ja auch nicht gerade ein Pflegengewicht, obwohl ich 8 Kilo abgespeckt habe. Gucken wir mal. Waren wir jetzt hier? Waren wir doch eben schon, ne? Ja. Gucken wir mal, ob wir hier einen Eingang finden. Aber ich meine, hier waren wir eben schon, ne? Ja, ich meine auch. Ich möchte nämlich eigentlich nicht gerne draußen gesehen werden. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo ein Eingang ist, den wir benutzen können. Hier ist sehr viel Graffiti an den Wänden, aber leider sind jetzt hier, oder? Ja, hier ist was offen. Super. Aber ich glaube, die haben die Räume hier so abgesperrt, dass man immer irgendwie rumlaufen muss. Hier, schaut euch dieses Treppenhaus mal an. Ist auch lustig, ne? Da hatte sich einer ein Bierchen schmecken lassen, ne? Überall sind hier. Boah, schade, Alter, da kann man gar nicht mehr runtergehen. Guckt euch das mal an. Fenster zu, alles voller Graffiti überall. Ja, sorry Leute, es klingelt im Moment reichlich. Das sind WhatsApp-Nachrichten, die ich gerade bekomme. So. Ja, ihr seht ja, ich komme jetzt zwar überall, so fast überall rein, aber das Problem ist einfach, man muss immer wieder draußen rumlaufen und das mache ich aber überhaupt nicht gerne, weil man wird ja dann auch gesehen, ne? Ich meine, hier ruft sowieso keiner die Polizei in diesem Stadtteil, in dem ich gerade bin. Aber muss ja trotzdem nicht sein. Aber hier ist jetzt auch Ende. Sonst wäre ich ja hier draußen weitergelaufen. Dann kann man dann hier schon wieder raus. Ja. Ja, was schreibt ihr denn hier? Danke für die Geschenke. Man nutzt auch sein Privathandy nicht zum Streamen. Ach. Da habe ich kein Problem mit. Ich bin bei einem Lost Place, das ist in Duisburg gewesen, das ist aber auch schon länger her, tatsächlich mal von der Polizei überrascht worden. Die kamen dann mit ihren Taschenlampen, weil das war abends, haben mich dann auch gefragt, was machen Sie hier? Da habe ich denen das erklärt und die Sache war in Ordnung. Ich durfte an dem Tag sogar weitermachen. Die können auch eigentlich nichts tun, außer bitte gehen Sie sagen und dann ist gut. Dieses Gebäude hier gehört doch sowieso niemandem. Schaut euch das doch mal an. Hier ist ja noch nicht mal mehr ein Dachfenster. Hier ist gar nichts. Vor allen Dingen die Treppen, ne? Die da unten sieht mächtig verdächtig aus, ne? Ja, wie viel Vandalismus hier, ne? Alles kaputt gemacht.
Ja, so, warum sieht das da her? Das frage ich mich manchmal auch. Dieses Gebäude hier wurde vor ein paar Jahren, also das ist, lasst mich nicht lügen, 15, 16 Jahre her schon, da wurde dieses Gebäude hier gebaut und irgendwann nicht mehr weitergebaut, warum auch immer. So, und jetzt hat die Stadt wohl entschieden, dass das Gebäude irgendwann mal abgerissen werden soll. Warum die das nie zu Ende gebaut haben, weiß ich nicht. Es kann zwei Ursachen haben. Der Bauträger ist pleite gegangen oder der Auftraggeber hat die Rechnung nicht bezahlt. Ne? Irgendwas muss ja passiert sein. Nein, ich mache keine paranormale Untersuchungen. Das machen andere Lost Placer. Da mache ich nichts. Ich mache nur Musikvideos und Lost Place, also besuche verlassene Orte. Und ich kann euch garantieren, wenn das jetzt mit meiner Gesundheit endlich weiter aufwärts geht, so wie heute, wo ich mich wirklich mal gut fühle und nicht wieder irgendein neuer Schub kommt, dann kann ich euch versprechen, dass es am Wochenende, wenn alles gut geht, werden wir ein verlassenes Hotel besuchen und noch irgendwas anderes. Auch der Ort wird nicht bekannt gegeben, aber das wird noch interessanter sein als das hier, das kann ich euch garantieren. Ihr habt ja auch schon viel gesehen in den letzten Monaten, soweit ich alles gemacht habe, die verlassene Fabrik und andere verlassene Orte besucht. Das hat ja auch Spaß gemacht. Und dann kam diese scheiß Corona-Pisse dazwischen und seitdem konnte ich gar nichts mehr machen. Aber wir wollen nicht weiter weinen. Ach, das finde ich gut. Jetzt ist die Dings gekommen. Da sind die Leute da erstmal alle weg. Da können wir zurückgehen, ohne dass ich gesehen werde. Hier ist jetzt auch noch mal ein Eingang. Können wir einmal reinleuchten. Aber ihr seht ja, hier sieht es also überall fast gleich aus, ne? Danke fürs Folgen. Ja. Die haben ja alles zugemalt, ne? Überall Graffitis. Hier kannst du schon gar nicht mehr durch die Fenster gucken. Das finde ich schon mal richtig erstaunlich. Hier waren wir, glaube ich, eben schon, ne? Hier liegen echt noch überall diese Styroporplatten rum, ne? Als wenn die einfach mal angefangen haben zu arbeiten und dann haben sie einfach aufgehört. Danke fürs Folgen. So, jetzt gehen wir runter. Ich hoffe, dass der Empfang ein bisschen stabil bleibt. Leider ist eben unten in der ersten Etage der Empfang komplett weg gewesen. Ach ne, ja, hier waren wir ja gerade. Da brauchen wir ja hier schon mal nicht mehr hin. Hier muss man auch echt aufpassen, ne? Da muss ich direkt mal die hier noch hinwollen, warnen. Hier muss man wirklich beim Laufen überall aufpassen. Da ist noch eine andere Treppe hier in dem Gebäude, die ich eben gesehen habe. Da bin ich gar nicht drauf gegangen, weil die ist schon auf der ersten Stufe unter mir zusammengebrochen. Und wenn ich da mitten drauf stehe und dann aus der ersten nach unten segel, dann habe ich auch jetzt keine große Lust zu. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann stellt die bitte. Und wie gesagt, am Wochenende, wenn alles gut geht und ich hoffentlich nicht wieder irgendwas Neues habe, dann werde ich am Wochenende ein verlassenes Hotel besuchen. Das mache ich aber nicht alleine. Da sind dann wieder andere Lost Places dabei, die sich da gut auskennen. Und das kann ich natürlich auch nur machen, wenn die dann auch hinfahren, Zeit haben und so weiter. Die sind auch, glaube ich, heute leider nicht hier im Chat mit drin. Das sind nämlich zwei meiner Moderatoren. Aber es wird auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall spannender als hier. Also viel Graffiti habt ihr ja schon gesehen, ist hier nicht. Ne? Nur in einigen Räumen, hier ist es komplett dunkel. So, ich versuche jetzt mal mein Glück. Wenn die Verbindung jetzt weggeht, bleibt einfach dran. Es geht danach sofort weiter. Hier, Junkies waren auch schon hier, haben sich hier den goldenen Schuss gesetzt. So, ist der Empfang noch da? Ja.
Ja, danke fürs Daumendrücken. Das kann ich gut gebrauchen. Ich habe nämlich keine Lust auf so eine Long-Covid-Geschichte, dass ich jeden Tag was Neues habe. Aber es ist wirklich so, ich bin tatsächlich wieder richtig gesund. Es ist halt nur das Problem mit meinen Ohren. Manchmal sind die auf einmal zu und ich höre einfach kaum noch was. Ich habe sogar jetzt mit 46 Jahren schon ein Hörgerät bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber heute brauche ich es zum Glück nicht. Manchmal stehe ich aus dem Bett auf und alles ist gut. Dann gehe ich wieder ins Bett rein und stehe wieder auf und alles ist wieder schlecht. Aber wie gesagt, morgen gehe ich zum Orthopäden, weil die Ärzte vermuten, dass das durch die Haltung kommt. Bei bestimmten Bewegungen geht es mir richtig gut, bei anderen kommt der Druck zurück. Also liegt es entweder am Kiefer oder an sonst irgendwas. Und das sollen sie rausfinden und am besten beseitigen, damit ich euch wieder mit Lost Place versorgen kann und meinen Spaß wieder habe und mich nicht den ganzen Tag im Bett rumtreibe. So, ihr Lieben, ich werde jetzt gleich den Stream beenden. Wir verlassen gleich das Gebäude, dann zeige ich euch was noch von außen. Hier unten ist der Ausgang. Direkt hier drunter. Und dann haben wir das für heute auch schon geschafft. Ich hätte euch gerne was Größeres gezeigt, aber irgendwie war es das hier halbwegs. Hier mal hier. Einfach noch hier gucken, ob hier noch was ist. Hier muss man echt aufpassen. Also wenn hier jemand Lost Place macht, sollte er sich ein bisschen in Acht nehmen. Das kenne ich irgendwie aus der alten Fabrik, die ich vor 6 Wochen besucht habe. Da war das ja auch. Mitten im Boden waren immer, war da mal ein Loch und hier mal ein Loch. Ne? Schon erstaunlich. Nase zuhalten. Ja, das habe ich. Nase zuhalten. Aber glaub mir, ich habe das bestimmt schon 5000 Mal gemacht. Das bringt nichts. Heute ja. Wenn die Ohren in Ordnung sind, hilft das, aber wenn das vom Kiefer oder vom Rücken kommt, dann kann man das machen, so oft man will, das bringt nichts. Aber für den Notfall habe ich jetzt ein Hörgerät. Es ist sagenhaft, ich musste mich gestern echt am Stuhl festhalten, als der Ohrenarzt sagte, sie brauchen ein Hörgerät, weil ich konnte gestern Morgen nichts hören. Das wurde erst gestern Abend urplötzlich wieder besser. Und dann sagte er, nee, sagt er, wenn sich das immer verschlechtert und dann wieder verbessert, dann liegt das an ihrem Bewegungsapparat, also an der Halswirbelsäule oder an den Kiefer. Das kann auch sein, weil ich das manchmal beim Kauen auch oder beim Weitaufmachen des Mundes merke, wie im Ohr irgendwas vor sich geht. Aber gut, vielleicht habe ich Glück und der Onkel Doktor morgen findet was und dann ist die Sache ja auch erledigt. Dann können wir am Wochenende voll durchstarten, denn ich möchte in diesem Monat noch einige Lost Places machen, bevor das 9-Euro-Ticket abläuft. Weil im September gibt es das nicht mehr und ihr wisst ja nun selber, ne, wenn ich dann halb durch Nordrhein-Westfalen fahre, was meint ihr, was das kostet? Deshalb bin ich ja auch so sauer. Warum trifft mich dieses blöde Virus? So, sorry ihr Lieben, ich bin jetzt in der ersten Etage, hier unten ist der Empfang leider ein bisschen schlecht. Ich gehe jetzt mit euch raus. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, bevor ich durchs Treppenhaus gehe? Nee, ich knirsche nicht. Also ich wüsste es zumindest nicht, dass ich irgendwie knirsche oder sowas. Ja, ich wünsche dir auch noch einen angenehmen Tag. Am besten wäre es, wenn es nicht so warm wäre. Es ist irgendwie heute wieder richtig warm. Und gerade hier in so alten Betonklötzen, da heizt es sich echt extrem auf. Danke fürs Folgen. Ja, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Ich verlasse jetzt das Gebäude. Wenn ich runtergehe, wird es wieder etwas schlechter mit dem Empfang. Ich zeige euch das Gebäude noch von außen und dann haben wir das auch geschafft. Und dann melde ich mich, wenn alles gut geht, am Wochenende wieder bei euch. So, jetzt schnell runter. Ne, ich glaube, hier ist sogar der falsche Treppensatz. Und erstmal zu dem anderen wieder zurück. Ja, ihr Lieben, ihr kennt das ja. Jetzt heißt es erstmal die richtige Treppe finden. Ne? Rein kommt man immer, aber raus muss man erstmal wieder finden. Weil ich glaube, hier bin ich nicht rausgekommen. Ne? Nee, das kann doch gar nicht sein. Da ist doch der... Nee, das ist da hinten. Scheiße, ich muss den ganzen Weg zurück. Naja, dann machen wir das eben. Ey Leute, ich hoffe, ich finde jetzt den Ausgang wieder. Ey, das gibt's einfach nicht. Ja, weil ich sag ja, ich kenne das Gebäude gar nicht, nur vom Sehen.
Aber hier die Treppe ist das nicht. Die bin ich nicht hochgekommen, weil da unten, weil liegt überall Schutt rum. Das habe ich eben nicht gesehen. Ich muss in den anderen Gebäudeteil zurück. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ich glaube, ich muss erstmal wieder hoch und dann wieder auf die andere Seite. Tja, könnt ihr mal sehen, auch das gibt es. Man verirrt sich in einem Gebäude. Ja, das macht mir alles nichts. Ich komme hier schon wieder raus und wenn ich dafür 6 Stunden brauche. So, war das jetzt hier? Moment. Ist der Empfang noch da? Ja, super. Nee, da war das auch nicht. Da müssen wir noch eine Etage höher. Gut, finden wir schon. Hier gibt es 3 Treppen. Eine, die ist einsturzgefährdet, die andere, wie sich jetzt gelaufen. Ja, hier müssen wir raus, genau. Hier ist der Ausgang. Ja, ja. Weiß ich nicht. Ja, hier war das. Jetzt habe ich den richtigen Ausgang gefunden. So. Hier wackelt es unter mir. Das ist sagenhaft. Ich hoffe nicht, dass ich hier mal irgendwie... Ihr seht ja, wie die Treppe aussieht, ne? So, der Empfang könnte jetzt kurz schlechter werden. Bleibt einfach dran. Oh. Wo ist der Ausgang? Ja, da. So, gucken wir mal. Ich glaube, das hat er ja noch gar nicht gesehen hier, ne? In der ersten Etage. Aber ich kann euch sagen, da sind ja Wohnhäuser gegenüber. Und bis jetzt ist noch keine Polizei gekommen. Das heißt, die Anwohner hier scheint das überhaupt gar nicht zu interessieren, seit man hier rumläuft. Hier könnt ihr das Gebäude einmal von außen sehen, von der Rückseite. Alles kurz und klein geschlagen, ne? Und da wohnen Leute. Die hören das natürlich alle nicht, ne? Ist ja ganz klar. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hier auch Wände eingetreten. Ich frage mich, was die davon haben. Warum muss man eigentlich immer alles kaputt schlagen? Das ist, ich verstehe das einfach nicht. Das sieht aus hier wie auf dem Schlachtfeld. Wenn die das hier fertig gemacht hätten, wären hier 80 Wohnungen. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt am Ausgang. Im Keller können wir nicht gehen. Der steht unter Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ne? Könnt ihr noch mal den Blick auf die wackelnde Treppe werfen. Also die ist echt, ihr seht das ja, da bin ich jetzt runtergegangen und die hängt noch nicht mal mehr richtig in der Wand drin. Aber wenn das meine über 100 Kilo Kampfgewicht aushält, dann dürfte das alles kein Problem sein. So, hier könnt ihr noch mal so eine kleine Halle sehen. Ich gehe mal rein und hoffe, dass der Empfang stabil bleibt. Hier haben sie auch schon alle Scheiben demoliert. Ist ja echt traurig, was aus solchen Gebäuden wird, ne? Hier haben sie sich sogar häuslich eingerichtet hier, wa? Guck mal hier. Stühle, ein Tisch. So. Nee, das glaube ich auch nicht, dass das weitergebaut wird. Das ist ja schon seit Jahren so. Und jetzt soll es ja angeblich abgerissen werden. Ob das allerdings der Fall ist, das weiß ich einfach nicht, ne? Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir hier raus. Den Schleichweg habe ich ja zufällig entdeckt.
So, jetzt könnt ihr euch das Gebäude noch einmal von außen angucken. Und dann haben wir das auch geschafft für heute. Na? Dann soll es das gewesen sein. Ich mag die Sonne nicht. Das ist mir alles zu warm. Moment. So. Ja, da oben waren wir jetzt gerade in den ganzen Räumen, da oben auf dem Dach. Sind wir auch gerade lang gelaufen, ganz oben. So. Ja, da waren wir auch gerade in dem Raum, wo sie das Fenster fast rausgetreten haben. Ne? Das ist wirklich schade, was aus solchen Gebäuden wird. Da oben sind wir gerade gewesen. Da ist ja dieser Zwischengang, den wir lang gelaufen sind. Ja, und hier vorne ist dann auch schon Schluss. So, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ja, ganz oben, das war wohl dann, wäre wohl die Terrasse gewesen, denke ich mal, ne? Gut. Ich danke euch auf jeden Fall allen fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es mir am Wochenende gut geht, dann werde ich auf jeden Fall mit dem nächsten Lost Place kommen, werde dann aber vorher so 2-3 Stunden vorher Bescheid geben, weil das heute war jetzt einfach nur, dachte, gehst du rein, wenn es offen ist, und dann machst du es einfach. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, passt auf euch auf und bleibt alle gesund. Man sieht sich, ciao.